Die Renditen am Aktienmarkt sind langfristig attraktiv, aber dürfen Anleger aufgrund der aktuellen Situation die durchschnittlichen Renditen der letzten Jahre verwenden, um Hochrechnungen für die Zukunft anzustellen? Wir blicken zunächst auf den MSCI World, eine beliebte Benchmark, eine Vergleichsmaßstab, eine Orientierung für Anleger. Sie können die Entwicklung hier sehen, indexierte Entwicklung. Wir sehen, dass die Entwicklung sehr, sehr positiv verläuft. Die 80er Jahre waren extrem stark. Dann hatten wir mal eine Schwächeperiode Anfang der 2000er Jahre, dann nochmal die Finanzkrise und seitdem ging es spektakulär nach oben, zumindest bis in die jüngste Vergangenheit. Die Frage natürlich nun, ist eine solche Entwicklung wiederholbar oder müssen Anleger etwas umdenken und müssen vielleicht auch Prämissen und Annahmen für die Zukunft anpassen? Zunächst blicken wir auf den wichtigsten Preis der Volkswirtschaft, das ist der Zins. Und wir sehen hier die Leitzinsen für verschiedene Währungsräume, Japan, die USA und Großbritannien. Sie sehen, die Zinsen waren hoch, teilweise zweistellig, wurden dann immer stärker gesenkt und niedrige Zinsen sind natürlich vorteilhaft für die Wirtschaft und für die Konjunktur. Und Zinsen, aber auch die Renditen, die Sie hier sehen, sind wichtig für die Bewertung von Kapitalanlageimmobilien. Aber natürlich auch für Unternehmensbeteiligung, wie es auch Aktien am Ende des Tages sind. Wir sehen hier die Renditen massiv zurückgekommen im langfristigen Trend und das ist, glaube ich, nicht wiederholbar, dass die Renditen von einem Niveau von 7 oder 8% wieder Richtung Nulllinie fallen. Aktuell sehen wir ja sogar das Gegenteil. Also bei den Leitzinsen aktuell eine andere Entwicklung als in den vergangenen Jahrzehnten. An den Anleihemärkten auch eine andere Entwicklung als in den vergangenen Jahrzehnten. Jetzt blicken wir nochmal auf den weiteren Instrumentenkasten der Notenbanken. Hier sehen wir die Notenbankbilanz, die ja nichts anderes auch zeigt als die Anleihekäufe, die die Notenbanken vorgenommen haben, um in das System einzugreifen, in Relation zur Wirtschaftsleistung. Und wenn wir uns da mal die USA anschauen, in Türkisblau oder die Eurozone in Dunkelblau, dann sehen wir doch auch, dass hier die letzten 20 Jahre ordentlich agiert wurde. Ist das wiederholbar? Wir glauben nein. Warum? Weil wir nun ein Thema haben, was in den letzten Jahren aus diversen Gründen, Demografie, Globalisierung, neue Arbeitskräfte, das Thema eiserner Vorhang, was zwischenzeitlich nicht mehr relevant war, vielleicht nun wieder auf dem Tablett erscheint. Wir hatten das Thema China, was Disinflation, Deflation exportiert hat und dementsprechend hier die Inflationsrate, da sehen Sie auch über viele Jahre, eigentlich seit den 90ern, kein großes Problem mehr. Jetzt dieser massive Anstieg nach oben, was natürlich auch bedeutet, dass die Notenbanken sich anders positionieren müssen. Das heißt, viele Zutaten, die die letzten 30 bis 40 Jahre massiv begünstigt haben, die haben sich nun gewandelt und von daher, wenn die Parameter sich ändern, dann müssen vielleicht auch Anleger nach vorne anders agieren, müssen das Investmentdesign ihrer Anlagestrategie überdenken. Das, was die letzten 40 Jahre im Trend langfristig gut funktioniert hat, wird wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr so gut funktionieren. Vielleicht werden die Renditen niedriger sein, vielleicht werden die Schwankungen in der Relation deutlich größer, vielleicht werden Erholungsphasen auch mal wieder 5, 6 oder 8 Jahre dauern und wer denkt, naja, verlorene Dekaden, die gibt es doch nur in Japan, als damals die Blase geplatzt ist. Der Nikkei, der wird ja gern herangeführt. Aber ich habe Ihnen hier mal den MSCI Europe mitgebracht, also den Index für Aktien in Europa. Und hier sehen Sie auch die Entwicklung über die vergangenen 20 Jahre. Da sind wir heute auf dem gleichen Niveau. Also die letzten 20 Jahre war mit europäischen Aktien auch nichts zu verdienen. Von daher, die Motivation muss sein, nicht in das Muster zurückzufallen, was die letzten 10, 12 Jahre erfolgreich war, sondern wirklich zu verstehen, warum sind welche Märkte stark gestiegen, welche Faktoren sind wiederholbar. Sie werden alle die Zukunft nicht prognostizieren können, aber ich denke, man wird heutzutage deutlich mehr über unterschiedliche Strategien nachdenken müssen. Die letzten 10, 12 Jahre und auch die letzten Dekaden mit gewissen Schmerzen zwischendrin, das waren Buy, Hold und Rebalancing-Dekaden. Die produzieren natürlich nur noch Experten, die Bücher schreiben über Buy, Hold und Rebalancing als Erfolgsmerkmal. Aber ich denke, wer kritisch auf die Märkte draufschaut und etwas mitdenkt, der wird damit konfrontiert sein, dass man etwas mehr mitdenken muss, dass man seine Erwartungshaltung auch an die Zukunft adjustieren muss. Und ob es dann in einer Multi-Strategie-Lösung ändert, ob man eher auch mal
Gewinne mitnimmt, was natürlich auch alles als taktische Eingriffe gewertet werden kann, auch wiederum mit gewissen Nachteilen. Das muss jeder selbst überlegen, aber wir glauben, es ist auch wichtig, über Kapitalanlagen und Instrumente nachzudenken, die vielleicht entsprechende positive Renditen generieren, ohne dass Aktien steigen. Wir sehen vielleicht am Anleihemarkt mittlerweile wieder die ersten Opportunitäten. Wir sehen das Thema alternative Investments auch wieder an Bedeutung gewinnen. Das bedeutet nicht, jetzt blind das zu kaufen, was jetzt im jüngsten Rückgang an den Börsen gut funktioniert hat, sondern insgesamt den Horizont, den Instrumentenkasten zu erweitern und zu überlegen, welche Anlagestrategien, welche Verhaltensweisen nun sinnvoll zu kombinieren sind. Und wir glauben, dass der Mix verschiedener Strategieansätze hier zielführend ist. Also nicht drei Manager mandatieren, drei vermögensverwaltende Investmentfonds kaufen, die alle das Gleiche tun, sondern unterschiedliche Strategien mischen, die sich bei unterschiedlichen Pfadverläufen an den Kapitalmärkten sinnvoll ergänzen, um insgesamt ein robusteres Ergebnis zu erzielen. Wenn man dieses dann noch in eine ganzheitliche Finanzplanung einbettet, steuerliche und rechtliche Aspekte mit berücksichtigt im Zusammenspiel mit Rechtsanwälten und Steuerberatern, dann hat man alles getan, was man im aktuellen Umfeld tun kann und kann dann auch mit etwas Gelassenheit den Unwägbarkeiten entgegensehen, die uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch begegnen werden. Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, bis bald, auf Wiedersehen.